Das erste Heimspiel des Jahres steht an, und zwar gegen den Karlsruher SC. Warum der KSC positive Erinnerungen weckt, das erfahrt ihr gleich. Außerdem soll die Stimmung hier in der MDCC Arena noch heißer werden. Wie? Das und mehr jetzt. Hier ist Matchday. Nicht nur das Ergebnis des Hinspiels gegen den KSC macht Mut, auch einige Statistiken sprechen für den ersten FC Magdeburg. Der FCM spielt die zweitmeisten angekommenen Pässe und liegt nur knapp hinter dem Tabellenzweiten aus Hamburg. Der KSC belegt den 7. Rang. Außerdem holt der FCM mehr Freistöße raus als der KSC. Ja, müssen diese eben nur noch am gegnerischen Tor dran sein und unsere Freistoßspezialisten also einen guten Tag haben. Aber egal ob Freistöße oder Strafraumgewühle, Tore müssen her. Und einer hat schon in der Vorbereitung gezeigt, dass er es drauf hat. Ein Neuzugang, der gegen den KSC seine Heimpremiere feiern kann. Er ist 30 Jahre und spielte schon für die Vereine Feyenoord Rotterdam, Inter Mailand und Eintracht Frankfurt. Heiko, wir brauchen dich mal. Oh, ja, machen wir. Hi, I'm Luke Castaños. I'm happy to be in Magdeburg. Ja, vielen Dank an FCM-TV für den Clip. Bei mir steht jetzt Moritz Bruni-Quarteng. Grüß dich, einen schönen guten Tag. Hallo. Ja, wir haben ja gerade ein kurzes Video schon sehen können von deinem Offensivkollegen Luke Castaños. Ihr standet in Düsseldorf, beide auf dem Platz, und er war ja auch an den beiden Treffern mit beteiligt. Ne? Und dazu meine erste Frage. In der Defensive hat ja der FCM mit Daniel Heber und Maximilian Ullmann verstärkt. Wie schwierig ist es denn für euch, neue Leute in eure Abläufe mit zu integrieren? Und ja, wie helft ihr euch gegenseitig, sie vielleicht dann auch eben ja, sich schneller eingewöhnen zu lassen? Kommunikation ist natürlich das Wichtigste in dem Moment, dass man die Spieler direkt einholt und einfängt. Und ja, da gilt es einfach dran, schnell die Abläufe zu erklären, zu zeigen und sich in die Mannschaft zu integrieren. Und ja, ich denke aber, die Spieler, die bei uns neu dazugestoßen sind, haben es bisher sehr gut gemacht. Und ja. Du hast ja das Hinspiel gegen den KSC oder ihr alle mit 3-2 gewonnen. Und dort hast du dann das zwischenzeitliche 3-0 erzielt. Denkst du denn noch ab und zu an das Spiel zurück? Und ja, welche Rolle spielt die Erfahrung vom zweiten Spieltag in der Spielvorbereitung? Das ist ziemlich schwer zu sagen. Ich denke, das war sehr, sehr früh in der Saison. Ja, wenn man, glaube ich, die Aufstellung beider Mannschaften mittlerweile anschaut oder in den letzten zwei Spielen, dann ist sie längst nicht mehr dieselbe. Da ist viel Zeit vergangen und man hat sich entwickelt. Sowohl der KSC als auch wir. Daher bewerte ich das Spiel nicht allzu sehr, sondern gucke einfach, dass sie wieder gewinnen. Aktuell ist der FCM ja 18., aber vom Tabellenneunten, also von Rostock, trennen euch nur 4 Punkte. Wie zuversichtlich seid ihr denn, dass ihr den Klassenerhalt denn schafft? Wir sind sehr zuversichtlich. Ich denke, wir haben jetzt den 19. Spieltag und es wäre schlimm, wenn wir nicht zuversichtlich wären, den Klassenerhalt zu schaffen. Es liegt in unserer eigenen Hand. Für den Moment vielen Dank, Moritz Bruni-Quarteng. Ja, werfen wir noch einen Blick in das Fanlager. Auch da rüstet man sich für den Kampf um den Klassenerhalt mit umgesetzten Fanideen, die schon gegen Karlsruhe Wunder bewirken sollen. Das Magdeburger Fanprojekt. Hier treffen wir uns mit Fanvertretern und erfahren, wie sie in die Rückrunde starten. Beim Heimspiel Sonntag gegen den KSC gibt's eine Premiere. Eine Premiere, die 7,5 Meter lang und 3,5 Meter hoch ist und gezeichnet so aussieht.
Die aktive Fanszene, besonders der Fanrat, hat uns im Spätsommer 22 darauf angesprochen, ob wir das realisieren können. Ich sag mal, es war ja im Vorfeld schon sehr gut vorbereitet. Aus der aktiven Fanszene ein Statiker, der schon mal das Grundkonzept hergestellt hat. Ja, die größten Hürden sind ja meistens die Behördengänge, die Genehmigungen, die Bauanträge und natürlich auch die Partner, die uns das aufstellen, die das gewisse fachliche Know-how mitbringen, um solch ein Projekt durchzusetzen. Weil das eine ist die Idee und die Vision, etwas zu haben, was keiner hat, aber dass es nachher da steht, da braucht man halt noch viel mehr. 4 Wochen dauerte die Fertigung in der Maschinenbaufirma, bevor das mächtige und geheimnisvolle Etwas durch Magdeburg Richtung MDCC Arena fuhr. Mike Niklaus ist noch immer begeistert, wie aus der Fan-Idee Wirklichkeit wurde. An dieser Stelle möchte ich auch einfach sagen, dass wir auch Wirtschaftspartner dazu gewinnen konnten, die für uns zum Beispiel Stahl gespendet haben. Otto Stahl möchte ich da an dieser Stelle sagen, die da ohne Entgelt den Fanrat unterstützen, wo ich den Kontakt hergestellt habe. Und in der Endmontage Breithaupt und Philipp, dass wir denn die Möglichkeit hatten, mit einem relativ schmalen Kran das Stadion zu befahren und den heiligen Rasen nicht zu beschädigen. Eine neue Bühne für Vorsänger und Trommler wird im Stadion stehen. Wie genau sie am Spieltag aussehen wird, lasst euch überraschen. Die Kosten, eine mittlere 5-stellige Summe, die letzten Spenden dafür nimmt der Fanrat gern entgegen. Und auch sonst ist jede Menge Unterstützung für die Kicker geplant. Auch bei Auswärtsspielen sollen sie sich heimisch fühlen. So gibt es die Aktion 10.000, das größte Auswärtsspiel seit dem Mauerfall. Diese Aktion beinhaltet, dass wir halt mit 10.000 Clubfans nach Hannover fahren wollen. Und die Begeisterung ist in unserem Umfeld riesig, weil über Jahre hinweg oft nur gegen die zweite Mannschaft von Hannover gespielt wurde. Also der Anreiseweg ist auch nicht allzu weit. Und es freuen sich halt alle, sind alle heiß wie Frittenfett, um den FCM mit brachialer Unterstützung in der zweiten Liga zu halten. Vor 10 Jahren gab es schon mal solch eine Aktion. Der FCM war viertklassig und seine Fans wollten 10.000 Anhänger für ein Heimspiel gegen Auerbach haben. Am Ende klappte es nicht ganz. Aber jetzt will man die 10.000 unbedingt, auch wenn es mit der Gäste-Fankapazität eng werden sollte. Ich sag mal so, wer einen Weg sucht, ins Stadion zu kommen, der wird ihn auch immer finden. Ja, man hat gesehen, dass innerhalb von einem Tag 5.000 Tickets schon weg waren. Und dann kam ja der Gegenaufruf, von der Heimseite das Stadion auch voll zu machen. Aber ich denke, wir sind da einfach einen Schritt schlauer und schneller. Und jeder, der halt ins Stadion kommen möchte, findet auch einen Weg. Das Spiel in Hannover findet Ende Februar statt. Bis dahin hoffen sie auf Punkte, Punkte, Punkte für den Klassenerhalt. Wir sorgen auf den Rängen dafür, für die nötige Unterstützung und die Mannschaft muss es auf den Platz bringen. Wir glauben alle an den Klassenerhalt und das auch ganz fest. Und wir werden auch in der nächsten Saison in der zweiten Liga spielen. Der Mannschaft werden die Fans von draußen einheizen. Gegen Karlsruhe erstmals mit einer neuen Bühne für Vorsänger und Trommler. Auch sollte den FCM-Spielern Mut machen, dass es gegen den KSC bisher 4 Pflichtspiele gab, von denen man 3 gewinnen konnte. Im April 2018 machten die Magdeburger durch einen 2:0-Sieg einen großen Schritt in Richtung Aufstieg. Im November 2000 besiegte der FCM nach einem Krimi mit tollen Toren Karlsruhe im Achtelfinale des DFB-Pokals mit 5:3 nach der Verlängerung. Einer der Torhelden von damals ist jetzt der Held in unserer Reihe Club Heroes. Hier am Magdeburger Hauptbahnhof reist am 27. November 2000 die Mannschaft des Karlsruher SC an. Durch diesen Nebeneingang kommen Sie und sowohl Trainer Stefan Kunz als auch Sportdirektor Guido Buchwald sagen mir, dass Sie diesen ersten FC Magdeburg extrem ernst nehmen. Schließlich hat er den ersten FC Köln und den FC Bayern München besiegt. Gegen die Bayern ging's ins Elfmeterschießen. Für die Entscheidung sorgte er, Dirk Hannemann, damals 30 Jahre alt, gebürtiger Dessauer, seit 1998 beim Club. Nun das Spiel gegen Karlsruhe, Tabellenführer der Regionalliga Süd. Dirk Hannemann erinnert sich an die Aufstellung. Über Bodo Schmidt müssen wir ja kein Wort verlieren. Ich weiß nicht, Weltpokalsieger, 3-4-mal deutscher Meister. Ja, das bin ich. Außen gewirbelt, wie wild. Zico Zentrich, auch Außenbahnspieler, rechte Seite, auch sehr fleißig, immer noch Kontakt. Zico auch beim 50. gewesen.
Ja, toller Mensch. Mit dabei weitere begnadete Fußballer wie Dribbelkünstler Armando Zani oder die beiden Tschechen David Mütlo und Peter Maslay. Auf YouTube kann man sich immer noch die ZDF-Reportage vom Spiel anschauen. Die Viertelstunde eine ausgeglichene Partie ohne Höhepunkte. Und dann dieser erste Freistoß für die Badenser. Das haben wir nicht so gut gemacht in gewissen Situationen. Da haben wir es ihnen einfach zu einfach gemacht. Wir waren, haben auch nicht das beste Spiel gemacht. Aber was wir hatten an dem Tag, war halt der Wille und die Leidenschaft, alles reinzulegen. Ja. Und das war dann auch, ich sag mal, das Zünglein an der Waage dann letztendlich. Im Spiel geht es hin und her. Zweimal gehen die Karlsruher in Führung, zweimal gleicht Magdeburg aus. Das 2:2, ein besonderes Highlight. Und schauen Sie hin, was für ein Tor! 2:2, Peter Mosley! Solch ein fußballerisches Zuckerstückchen! Das ist verrückt hier, irre. Das ist wirklich irre, ein irre Story gewesen, ja schön. Aber der war klasse, Peter Mosley. Sehr viel Wucht, sehr viel Wille. Doch dann steht es 2:3. Der FCM, der Bayern-Bezwinger, fast raus. Dann die Schlussminuten. Dirk Hannemann, dessen Spitzname eigentlich der Vollstrecker sein müsste, übernimmt einen letzten Freistoß. Ich konnte schon schießen, wir hatten mit dem Zani hatten wir auch noch jemanden. Ja, aber ich war mir eigentlich an dem Tag, ich hatte ein gutes Gefühl. Im Spiel verwandelt er den Freistoß. Und wie? 88. und Tor! 3:3! Und schon wieder Hannemann, der traf schon gegen den FC Bayern München. Der Vollstrecker zeigt nochmal, wie das war damals. 22,5 Jahre später, inzwischen ist er 52, Trainer des Verbandsligisten Fortuna Magdeburg. 90. Minute, schwerer Boden, kann ich mich erinnern, tiefer Platz. Ist man natürlich auch ein bisschen kaputt, muss man halt eben verschauen, dass man sich den Ball, naja, ich habe das immer gerne, hatte da so eine Methode, wie ich mir den Ball lege, wo du treffen musst. Hatte immer viel mit dem Ventil zu tun. Ist aber vielleicht auch bloß Aberglaube. Ja, dann konzentriert man sich, pustet durch und dann versucht man einfach den Ball wirklich über die Mauer zu kriegen, einen guten Stand hinzubekommen mit dem Standfuß, gute Schärfe reinzukriegen. Wichtig ist wirklich nur, dass man aufs Tor trifft. Ja. Der muss nicht immer unbedingt im Winkel gehen, sondern ich sag mal, über die Mauer zu kommen, eine gewisse Schärfe zu haben. Dann wird es schon relativ schwierig für einen Torhüter, da wirklich auch hinzukommen, wie gesagt, weil der Platz an dem Tag auch ein bisschen tiefer war. Ja. Der FCM kippt tatsächlich ein dreimal verloren geglaubtes Spiel. Der 18-jährige Ronny Scholze und später David Mütlo nach einem Konter gegen zu weit aufgerückte Karlsruher. 5:3 nach Verlängerung. Was für ein Pokalabend. Besiegelt damit den Einzug ins Viertelfinale. Wobei Dirk Hannemann von allen Pokalspielen damals das Spiel gegen den ersten FC Köln am besten fand. Weil wir da einfach mal gezeigt haben, was wir, wie wir kicken können. Ja. Und wir haben phasenweise mit den Straps gemacht dort, muss ich wirklich sagen, weil wir da wirklich klasse gespielt haben. Nach dem Karlsruhe-Thriller geht's für Dirk Hannemann in die nächste Verlängerung. Das ZDF schaltet nach Magdeburg zum Vollstrecker. Man legt sich den Ball hin, versucht ihn reinzumachen, was soll man machen? Schießen aufs Tor. Ich denke immer wichtig ist, dass man so bleibt, wie man ist. Die Emotion ist ja einfach noch da von dem gewonnenen Spiel. Ja, das ist ja eigentlich so das Entscheidende. Ja, und dann freut man sich eigentlich nur, was denn so für Fragen gestellt werden. Das ist eigentlich nebensächlich, da gibt es kurz eine Antwort und dann ist das eigentlich passé. Und ich habe damals für den MDR von diesem Spiel berichtet, habe sogar noch meine alten Unterlagen gefunden und finde noch heute Wahnsinn, wie das Spiel gedreht wurde, dank des Freistoßes von Dirk Hannemann, unserem Vollstrecker. Von Dirk Hannemann also der ultimative Tipp, wie man Freistöße schießt. Ja, liebe Zuschauer, ich stehe hier an den Ehrentafeln des ersten FC Magdeburg. Ein ganz berühmter Spieler vom FCM verstarb heute am 3. Februar vor genau 10 Jahren. Der Europacup-Sieger von 1974, Wolfgang Abraham. Ja, das sind die Fakten und Geschichten zum Spiel gegen den Karlsruher SC. Und ihr schreibt uns jetzt noch bitte euren Tipp für das Spiel in die Kommentare. Mit der Mutmacherin des Tages verabschieden wir uns bei euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Und ciao. Der FCM wird gegen die KSC gewinnen. Erstens, weil wir den besten Trainer haben. Zweitens, weil wir die coolsten, verrücktesten und vor allem lautesten Fans haben. Drittens, der Abstand nach oben ist gar nicht so groß. Und deswegen, Jungs, Kopf hoch, ihr schafft das.